Nudelteig. Nudelteig selber zuzubereiten ist zwar aufwendig, aber auch was ganz Besonderes. Sie benötigen Hartweizengrieß, 3 Eier, Salz, Olivenöl und Mehl. Wir zeigen Ihnen die Zubereitung einmal traditionell, mit der Hand und nicht mit dem Mixer. Dafür schütten Sie das Mehl auf Ihr Schneidebrett und geben Sie den Hartweizengrieß darüber. Dann vermengen Sie beides vorsichtig miteinander und machen in der Mitte eine Kuhle. In die Kuhle geben Sie ein Vollei und 2 Eigelb. Nehmen Sie eine Gabel und verrühren Sie die Eier ein wenig mit dem Mehl. Geben Sie einen Schuss Olivenöl über die Teigmasse und vermengen Sie die Zutaten miteinander. Den Teig kräftig mit der Hand kneten. Wenn Sie merken, dass der Teig zu trocken wird und sich nicht weiter verbindet, geben Sie einfach einen Schuss Wasser über den Teig und kneten ihn kräftig weiter. So lange, bis Sie eine gleichmäßige, geschmeidige und feste Teigmasse ohne Klumpen haben. Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und im Kühlschrank eine halbe bis eine Stunde ruhen lassen. Wir wünschen gutes Gelingen!